Guten Abend. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich will eigentlich am 4.4. heiraten. Du Eigentlich möchtest total eigentlich schön. heiraten am Ja, genau. 4.4. Ja, genau. Warum Das eigentlich? Problem. Also mein Partner hat mir vor 2 Jahren einen Antrag gemacht und Vor in zwei der Jahren, Zwischenzeit, ja. ja, in der Magst du mal Zwischenzeit ein bisschen wurden. näher dran kommen an den Hörer? Du bist etwas Ja. schwer zu verstehen. Das wäre super. In der Zwischenzeit wurden mir halt meine Kinder weggenommen. Und jetzt ist das tatsächlich so, dass meine Kinder höchstwahrscheinlich auch zur Hochzeit nicht kommen dürfen. Und das lässt mich gerade daran ein bisschen zweifeln, ob ich ohne meine Kinder die Hochzeit stattfinden lassen will. Also es hat Okay. sich nichts an der Situation, also an den Gefühlen zu meinem Mann geändert oder so. Aber ich finde die Vorstellung halt schwierig, dass meine Kinder nicht dabei sein können. Also das ist so ein Tag, wo ich halt eigentlich wirklich gerne meine Kinder dabei hätte. Und Verständlich. Wie alt sind jetzt, deine Kinder? meine Kinder sind 5 und 4. Und warum wurden Ja. sie euch weggenommen? Ja, also das Schwierige, also im Prinzip eigentlich wegen meiner psychischen Situation. Also ja, also es sind ja nicht von meinem neuen Partner die Kinder. Wir sind ja, also ich habe die Kinder mit in die Beziehung Ah, gebracht. okay. Und ja, das war eigentlich meine psychische Situation, nachdem die Trennung halt stattgefunden hat von meinem Ex-Partner. Und ja, war es bei mir psychisch sehr schwierig. Ich war dann auch oft in der Klinik Okay. gewesen und ja, daraufhin hat halt das Jugendamt eine Gefährdung für die Kinder gesehen, weil ich halt auch wirklich nicht mehr geschafft habe, alle wichtigen Dinge so zu regeln. Ja. Wurde zu viel. Ja. Und mit deinem Partner, wie sah es da aus? Ja, das lief eigentlich, also es lief, läuft immer noch wirklich super. Also er hat mich da auch Ja. eigentlich wahnsinnig unterstützt und hat auch wirklich viel Verantwortung mit übernommen, soweit es halt ging, weil er halt wirklich weit weg wohnt. Was heißt weit weg? Also ich wohne in Thüringen und er in Mecklenburg-Vorpommern. Oh. Und Ja. dann möchtet ihr in etwas über einem Monat heiraten? Ja, Und genau. dann? Also eigentlich war es ja zu dem Zeitpunkt, wo wir die Hochzeit geplant haben, Ja. gedacht, dass ich mit den Kindern hochziehe. Aber in der Zwischenzeit wurden sie halt rausgenommen und wir haben jetzt einfach gesagt, bis die Kinder halt wieder zu mir dürfen, bleibt es halt erstmal so, dass die Entfernung bestehen bleibt. Ich meine, das stellt für uns jetzt auch halt absolut kein Problem dar, die Entfernung. Das lässt sich, sag ich mal, alles gut managen, wenn man das gut plant. Aber es ist halt, Okay. ja. Gut. Und jetzt habt ihr die Hochzeit schon organisiert oder wäre das jetzt eh eine kleine Hochzeit gewesen, so Standesamt, einfach nur Genau, also es engster wäre eine Kreis? kleine, ja, es war eine kleine Hochzeit, also es ist auch soweit schon alles geplant. Und ich habe das jetzt halt bei den Pflegeeltern angesprochen, also vor 3 Monaten eigentlich schon. Also die leben ja eigentlich bei meinem Ex-Partner, also bei der Oma im Prinzip väterlicherseits. Und sie möchte halt absolut mit den Kindern nicht kommen. Das wäre für die Kinder zu viel, weil sie halt auch viele von meinen Geschwistern halt einfach gar nicht mehr kennen, weil sie noch zu klein waren, wo sie rausgenommen wurden. Und ja, deswegen möchte sie das halt nicht. Und das lässt mich jetzt gerade ein bisschen zweifeln, weil, also ich habe immer so einen Traum von der Familie, also so einen Plan gehabt, wie mein Leben ablaufen soll mit Kindern. Ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass ich halt den Mann, mit dem ich Kinder kriege, heirate. Und das hat ja sowieso schon nicht funktioniert. Und jetzt halt die Vorstellung, dass ich noch ohne meine Kinder heiraten muss, ist halt nochmal eine, Verstehe ich. Ja. ja, nochmal eine Portion schwieriger. Okay. Puh. Und jetzt fragst du mich, ob ihr die Hochzeit verschieben sollt oder nicht. Jetzt setzt du mich ein bisschen unter Druck hier. Das war Ich jetzt kann dich eigentlich auf nicht so. jeden Fall sehr verstehen. Ich finde das auch sehr schade und frag mich, ob man da wirklich nichts machen kann, ob die Kinder nicht mit Begleitung da kommen können. Ja, es ist halt Ich meine, für ein paar schwierig, das. Stunden wäre es doch möglich, oder? Ja, das Verhältnis, also als ich mit ihrem Sohn noch zusammen war, also ich passte halt nicht in ihr Bild als Schwiegertochter, sagen wir es mal so. Weil in seiner Familie sind halt alle wirklich sehr hoch gebildet, also die haben halt auch wirklich alle studiert und
Sind halt auch alle gesund und nicht psychisch krank und halt auch alle schlank. Und das trifft halt alles nicht auf mich zu. Ne? Ich habe halt normal ganz normal Realschulabschluss gemacht und bin halt auch etwas korpulenter. Und ich bin halt auch noch Ja. psychisch krank und das war für sie von vornherein ein Problem. Und ich sage mal Was hat so, das jetzt damit zu tun? das Problem ist, unser Verhältnis ist halt sehr schlecht und sie nutzt halt jede Gelegenheit irgendwie, habe ich das Gefühl, sage ich mal, um mir so ein bisschen zu signalisieren, dass sie, also, dass sie mich einfach nicht mag. Das, Wer und jetzt? Die Schwiegermutter. meine Ex-Schwiegermutter, genau, also wo die Die Kinder im Prinzip Ex-Schwiegermutter. leben, ja. Ach so, ach so. Genau, Die also leben die leben dort. Also es halt, ist jetzt nicht eine genau. fremde Pflegefamilie, Nee, sondern bei nee. der. Ah, okay. Ja. Jetzt schließt sich der Kreis natürlich. Okay. Genau, Und und die sind da halt ist eh es. nicht so gut auf dich Genau. zu sprechen. Und okay. Ja, und Oh je. deswegen führt da halt wahrscheinlich auch kein Weg rein, Ja. dass sie halt da irgendwie über ihren Schatten springt und sagt, Ja. okay, sie kommt mit den Kindern wenigstens zur Trauung oder Und du und kannst auch nicht das Jugendamt fragen, weil die haben ja trotzdem noch die ja, das, Hoheitsrechte quasi. ja, das Jugendamt, also ich habe es beim Jugendamt beim Hilfeplangespräch angesprochen beim letzten und da haben sie gesagt, wenn, dann müsste ich das mit ihr klären, weil sie ja Sorgerecht hat und sie müsste halt einschätzen, ob das für die Kinder gut wäre oder nicht. Ja. Okay, gut. Und Also wird daraus wahrscheinlich nichts. Da ist genau, es das, zumindest etwas ja. chancenlos. Gut, ja. Die Frage ist, wie wichtig ist dir diese Hochzeit und wie wichtig ist es dir, das jetzt zu tun? Jetzt gleich? Oder kann man das nicht noch ein bisschen verschieben? Hängt da jetzt noch mehr dran? Oder ist das nur so ein Status für dich, den du gerne hättest? Nee, tatsächlich nicht. Also es ist einfach so, dass, also wir sind ja jetzt nun schon 3 Jahre dann auch zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihn unbedingt heute, also jetzt unbedingt am 4.4. heiraten müsste. Aber es ist halt auch so, sage ich mal, für das Jugendamt so eine gewisse Stabilität, die ich nachweisen kann. Also ich meine, das war vor 2 Jahren noch, ja noch nicht im Gespräch, dass ich für das Jugendamt irgendeine Stabilität nachweisen muss. Jetzt natürlich wäre es, sage ich mal, in der Hinsicht wieder gut, dass das Jugendamt sieht, okay, ich habe da jemanden, der steht hinter mir, da ist, ne? Meinst du, das hätte so eine Bedeutung für die? Ja. Ich meine, im Prinzip ändert sich ja nichts außer der Status auf dem Papier erstmal. Ja, aber das ist ja, sagen wir es mal so, das ist ja auch, wenn man jetzt Kinder adoptieren will oder dann sehen die ja auch lieber eher verheiratete Paare Das als stimmt das, natürlich, aber bei ne? dir ist ja jetzt eine Vorgeschichte. Das ist ja Ja. etwas anderes, wenn du jetzt frisch dich dort meldest und eben stabile Verhältnisse vorweisen kannst, dann ist das ja nochmal was anderes, als wenn die Kinder dir ja aktiv weggenommen worden sind und das ja Gründe hat und da ist ja eine Vorgeschichte. Ja. Das ist mir auch bewusst, also ich weiß nicht mal, also das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt sagen? Ich glaube nicht mal, dass mein Partner das jetzt irgendwie mir übel nehmen wird, wenn ich jetzt sage, wir verschieben die Hochzeit. Aber ich habe halt irgendwie Angst, dass es irgendwas komisch zwischen uns macht, ne? So. Also Druck ist da schon irgendwie da. So ein bisschen, ja. Aber du Und weißt auch, deswegen. dass das nicht der Grund sein sollte für eine Hochzeit. Das soll ja Ja. ein schönes Gefühl sein. Deswegen lässt sie mich auch so zweifeln, weil einfach die Situation, dass die Kinder eben nicht dabei sein können und dass mir das eigentlich auch gerade so viel Angst macht, sage ich mal, dass er mich dann irgendwie abweisen könnte, was ja eigentlich irgendwie schon wieder kein gutes Zeichen ist, eigentlich so. Wollte ich auch gerade sagen, wenn er dich deswegen abweisen würde, dann wäre er eh nicht heiratswürdig gewesen, meiner Meinung nach. Ich persönlich, ich bin jetzt nicht das Jugendamt, ich bin auch nicht fachlich ausgebildet, ich bin jetzt vollkommener Laie. Aber wenn da jetzt wirklich nichts mehr zu machen ist, hier im Chat schreiben Leute, dass da irgendwas gerichtlich vielleicht noch möglich wäre oder so, aber wenn
deine Verhältnisse einfach so instabil sind, dann würde ich die Stabilität nicht in einem Status suchen, sondern die Stabilität wirklich aufbauen bei dir selber und gucken, dass du selber stabil wirst und dann darauf aufbaust. Und Ja, ich meine, dann das habe ich als ja jetzt in krönender den letzten. Abschluss kann man die Hochzeit dann machen. Ja, ich meine, das mit der Stabilität, da habe ich ja wirklich in den letzten 2 Jahren auch wirklich gut drin gearbeitet. Ich war dann auch Glaube ich. 4 Glaube ich Monate auf in jeden Fall. Therapie gewesen und es geht mir wirklich besser. Ich bin jetzt auch dabei, über die Rentenversicherung, dass ich wieder in Arbeit komme, weil ich halt auf dem normalen Arbeitsmarkt ganz schwierig reinkomme. Also besser gesagt, das für mich einfach nicht machbar ist, sagen wir es einfach so. Aber da Ich bin ich denke jetzt aber, dass das gerade auch wesentlich mehr Gewichtung hätte als eine bloße Hochzeit. dran. Okay, Auch wenn gut. das natürlich der schwierigere Schritt ist und es tut mir wahnsinnig leid. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt echt Nein, nein, alles gut. Ich Positiveres wollte das sagen, auch aber ich einfach nur möchte loswerden, einfach weil. dir meine ehrliche Meinung sagen. Das Ja, fällt nee, mir auch das ist auch in schwer. Ordnung. Ich wollte auch einfach nur das mal loswerden, weil ich habe so sonst niemanden, mit dem ich da wirklich drüber reden kann. Weil außer meinem Partner habe ich eigentlich niemanden. So Familie ist auch sehr schwierig, deswegen. Ich finde, Ja. du bist auf einem guten Weg. Hör auf dein Herz und guck einfach, was du wirklich möchtest. Lass dich nicht unter Druck setzen und mach auch wirklich nur das, was du wirklich tun möchtest, von ganzem Herzen. Ja. Und ich denke, die ganze Stabilität kommt dann von alleine und dann der Rest auch. Das ist nur eine Frage der Zeit. Cool. Danke auf jeden Fall. Wünsche alles, alles Gute. Wirklich. Dankeschön. Von Herzen. Danke. Schönen Abend noch. Dir auch, danke. Tschüss. Tschüss.